Klack. Ach, da drüben. Diese Leiter führt in den Keller hinab. Doch gebt Acht, es ist etwas dunkel. Da unten scheint es auch ein bisschen beengt zu sein. Das ist wahr. Womöglich ist es ein klein... Wenig. Wenig klein. Für euch beide gleichzeitig. Also Nick, das sieht sowieso eher danach aus, als wäre es dein Ding. Aber ich habe doch meine Hose noch an. Was meinst du damit? Weiß nicht. Du passt vielleicht besser zu so feuchten, dunklen Orten. Aber ich habe doch die Hose noch an. Ich bin doch keine Ratte oder sowas. Ach komm, du weißt doch, dass ich das nicht meine. Ich würde nur gern hierbleiben und noch weiter herumschnüffeln. In dem weißen In der Ecke da drüben. Das heißt nicht herumschnüffeln, Maya, sondern ermitteln. Egal, mach es einfach und ich gehe. In den Keller? Nein, nach Hause. Juhu, toll, Nick. Das erinnert mich immer noch an die Wand dahinter. Ey, doch wirklich, ich finde das gut. Auf so einen Quatsch komme ich gar nicht. Naja, doch, oft genug. Naja, aber nein, ich schaffe das seltener, so mehrere Substantive miteinander so absichtlich zu verwechseln. Oh, ich habe wieder Störgeräusche. Ja, ich auch. Okay. Achso, dann war es vielleicht bei dir, weil vorhin war bei mir was. Ich schau mal kurz. Nein. Okay, So. Ja. Also, meins war's nicht, mein Handy. Nun, ich sollte in meine Schatube zurückkehren. Ruft mich bitte, sobald ihr fertig seid. Gut, versche Tanten. Veräppelt mich nicht, Mann. Ihr werdet es noch bereuen. Oh, ein goldenes Kalb. Oh. Tja, ich habe die Geschichte einfach so aus dem Lauf raus weitergeschrieben. Hier unten ist es ein bisschen frisch. Außer das Kalb da. Nein. Sieht nicht viel genutzt aus, ganz zu schweigen von dem alten Staub in der Luft. Naja, ich kann mich ja mal umsehen, wenn ich schon hier unten bin. Eine Münze. Oh, hier, oh. Gras. Das ist aber nicht mehr so frisch. Naja, es wird ja eh getrocknet, bevor man... Wir haben 111 Münzen. Yay, Schnapszahl. Darauf einen Schnaps. Oh, jetzt nicht mehr. Müssen wir eine benutzen in der nächsten... Im nächsten Rätsel. Ich will aber gar nicht trinken. Ein Haufen Skizzen und Zeichnungen. Nichts davon hilft uns weiter. Danke. Ach, würde ich schon. Jetzt. Was? Würde ich schon. Doch. Ich jetzt nicht. Ich eigentlich so generell nicht. Ich bin nicht der Typ dafür. Sehr, sehr selten. Fast gar nicht. Ich trinke immer nur, wenn ich alleine bin. Wenn ich einmal traurig bin, trinke ich ein Korn. Wenn ich dann noch traurig bin, trinke ich noch ein Korn. Und wenn ich dann noch traurig bin, dann trinke ich noch ein Korn. Und wenn ich dann noch traurig bin, dann fange ich an von vorn. Das kenne ich gar nicht. Das ist von Heinz Erhard. Oh. Oder war es Heinz Rühr? Welcher ist denn der Dicke? Ich glaube, das war Heinz Erhard. Waren beide relativ dick, aber... Aber es gibt immer so zwei Heinz, die ich verwechsel. Heinz Erhard und Heinz Rühmann. Also Heinz Erhard war der Komiker, Heinz Rühmann war so mehrere Sachen. Vor allem Schauspieler. Fand ich aber auch komisch. Du bist so leise auf einmal. Entschuldigung. Nee, überhaupt, vom Sound her. Ach so, ja, da kann ich nichts dafür dann. Nee, ich meine nicht, dass irgendwas bei irgendwelchen Einstellungen nicht stimmt, aber dann liegt es nicht. Vielleicht bist du irgendwo rangekommen. Ja, ich habe gerade geschaut, aber Stecker stecken. Stecker stecken? Ja. Der steckt ja voller Überraschung. Der Stecker. Anscheinend hat Mr. Herr de Victoire hier auch an seinen Forschungen gearbeitet. Ich sehe zwar nichts Medizinartiges, aber schon viele Laborgeräte. Dieser Schreibtisch ist ziemlich unordentlich, aber es gibt keine Spur von Staub. Keine Spur von Staub. Ich hab das gehört! Wahrscheinlich hält Erlington ihn sauber. Oh Mann. Beim Tisch steht ja eine Holzkiste mit allem möglichen Krempel und da guckt eine kleine Puppe heraus. Eine kleine Putze guckt heraus. Ja,
Hallo! Ob dir eine kleine Patientin des Doktors hier gelassen hat? Ob das eine kleine Patientin des Doktors ist? Ob das Die eine Putze? Voodoo-Puppe ist? Eine Voodoo-Putze. Eine Voodoo-Putze. Anscheinend hat Herr de Victoire hier auch an seinen Forschungen gearbeitet. Jupp. Dann gucken wir uns mal die Putze an. Anscheinend. Ja. Also er hat hier unter drüben an seinen Forschungen Hier gearbeitet. ein Melkschemel. Welche Forschungen hat Meister de Victoire betrieben? Gehen all seine Ergebnisse jetzt verloren? So, hier mal die Hanfplantage. Die armen Topfpflanzen sterben ab. Ich hole ihnen Wasser. Sieh an, sieh an, wenn das mal kein Brunnen ist. Er Ich scheint. weiß, wie das im Englischen war. Was? Well, well, well. Das kann ich mir gut vorstellen, dass das so ist. Oh, jetzt will ich das wissen. Ja, weil es den gleichen Wortwitz schon in Uncharted gab. Ah, okay. Deswegen kam ich jetzt drauf. Ah, well, well. Sieh an, sieh an. Gut, dass dir das aufgefallen ist. Also, das ist schlimm, wenn sowas im Deutschen gar nicht geht. Brunnen, Brunnen! Das macht keinen Ging Sinn. höchstens auf der Autorennbahn. Brunnen, Brunnen! Ja, hast du auf einmal so einen Brunnen neben dir vorbeifahren? Brunnen, Brunnen, Brunnen! Oh Mann. Brunnen, Brunnen! Herr Professor, ein Bär! Ein Brunnenbär. Ah, er scheint sogar noch benutzt zu werden. Ich schätze, für Alchemie braucht man sauberes Wasser im Überfluss. Auch im Unterfluss. Vor allem im Abfluss. Nee, da kommt das schmutzige Wasser hin. Wir sind in Labyrinthia gar keine Rohrleitung. Mir sind in Labyrinthia gar keine Rohrleitungen aufgefallen, wenn ich es mir recht überlege. Ja. Aber die gibt es bestimmt, so wie in Mistellary. Was ist das? Eine Karte? Ja, vielleicht. Das muss eine Art Ziegenskulptur sein, schätze ich. Irgendetwas daran ist mir nicht geheuer. Sekunde mal! Vor allem ist das Ding aus Gold! Kann das durch Alchemie passiert sein? In dieser Stadt ist wohl alles möglich. Nein, es war Hexerei. Wenn Maya hier wäre, würde sie sich beim Versuch, die Ziege mitzunehmen, das Kreuz brechen. Also nehme ich sie mit. Komisch. Hier scheint fast alles von einer Staubschicht bedeckt zu sein. Außer dieser Ziege, die in tadellosem Zustand gehalten wurde. Jetzt hat er genug gesehen. Oh, naja, ich habe wohl das meiste gesehen, was es hier unten gibt. Der Raum scheint nicht viel genutzt worden zu sein und nichts, was ich sehe, könnte eine heiße Spur liefern. Au, 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 au! Doch, etwas, was er gesehen hat, könnte eine heiße Spur liefern, so eine Kerze. Hey, sieh Und mich, das hier bin und der ich. kleine Brand. Ich bin eine heiße Spur. Wenn ich noch länger hier bleibe, ende ich selbst unter einer dicken Staubschicht. Molo! Ganz zu schweigen davon, dass meine Lungen vom Herumstehen und Seufzen verstopfen. Vielleicht wird es Zeit, wieder hochzugehen. Ich sollte mal gucken, wie Maya zurechtkommt. Wer ist das? Das ist das Haus vom Alchemist. Wir müssen uns beeilen. Wieso? Weiß ich nicht, hat er gesagt? Ach so, habe ich jetzt gar nicht gesehen. Professor! Pro Professor! Pro Professor! Warten Sie auf mich! Aber wir sind denn Fräulein lieber. Faye. Oh, er sagt was. Herr Layton, was läuft? Sie sehen aufgescheucht aus. Jo, was geht? Wo ist Herr Wright? Haben Sie ihn gesehen? Oh, Nick? Der ermittelt unten im Keller. Er sollte bald wieder auftauchen. Wie ist es denn gelaufen? Haben Sie den Schöpfer getroffen? Bitte holen Sie Herrn Wright. Jetzt gleich. Es ist sicherer, wenn wir alle zusammen sind. Ich erkläre es Ihnen später. Beeilen Sie sich nur. Hä? In Anbetracht der Lage ist Herr Wright ernsthaft in Gefahr.
Was meinen Sie damit? Ich habe Grund zu der Annahme, dass bald eine Hexe hier erscheint. Genau wie es geschrieben steht. Seid ihr etwa die große Hexe Arcana? Schert euch nicht um meinen Namen, sondern fürchtet euch davor, was euch geschieht. Und jetzt? Frau Schleifstein? Wer ist denn Frau Schleifstein? Und was für eine Anspielung soll das sein? Weiß ich nicht. Spricht sie? Nein. Das ist ja das Problem. Ich weiß gar nicht, wer von den beiden das nun ist. Ich denke die rechte, weil das linke, hätte ich gesagt, ist ein Mann. Ja, würde ich auch meinen. Ein ziemlich Mann, aber... Ja, da ich schon einen schwulen Mann spreche, mache ich die Frau. Okay. Bin ja schon der Inquisitor Flammenberg. Ja. Naja, bei dem Hund würde ich auch meinen, der ist nicht ganz... oh je, Mini. Was ist denn nur los, mein Kind? Du siehst geradezu verwirrt aus. Herr de Victoire wohnt nicht mehr hier. Dein Arznein musst du dir anderswo beschaffen. Deinen Schuss kriegst du woanders. Phoenix... Phoenix wird sich den goldenen Schuss setzen. Das ist das, was er spielt. Der macht lieber... Das ist der Mario! Oh mein. Das weiß ich, lasst mich durch! Es geht um Leben oder Tod! Nee, und? Beides! Paparotti? Oh mein. Leben und Tod, sagst du? Wenn das so ist, sehe ich eine Erfolgsballade vorher. Paparotti und Cookie bezaubern euer Herz. Macht alle mit und singt ein Terz. Eine Terz. Oh Mann. Ah. Oh, jetzt kann ich endlich mal wieder den Ramon machen. Hey, jetzt. Achso. Ah! Das muss der Rivale sein, von dem Herr Drosselbart gesprochen hat. Ja. Egal, ich hab's eilig. Oh je, Mini. So makaber, dass ich auch gerade klingen mag. Weißt du, an was ich als erstes gedacht habe, als ich den goldenen Layton da so, wie er da stand, gesehen habe? Nee. Goldfinger. Das ist übel, der Professor ist vergoldet. Ja. Krass. Und der Arm ist ab. Das ist aber, ja brutal. Aber. Merkst du, wie immer hat der Professor sofort erkannt, was die Lösung des Falls ist, denn er stand mit dem Layton-Finger da. Das hat ihm nur leider nicht viel gebracht, denke ich. Oder das ist gar nicht Professor Layton. Und in Wirklichkeit ist da einfach nur eine Statue von ihm aufgetaucht, er ist aber in Wirklichkeit in Sicherheit. Aber Maya war doch dabei. Dann muss ich es ja gesehen haben. Okay, dann schauen wir machen mal. Wir mal weiter. Es wird übrigens noch vertont, so wie ich gehört habe. Unter dem goldenen Fluch steht ein Mann aus weiter Ferne. Ich dachte zuerst, dass er damit Herrn Wright meinte. Aber damit lag ich völlig falsch. Er meinte den Professor. Hm.
Oh. Das ist unser nächster Mord. Mhm. Nicht gedacht, dass der Professor ermordet wird. Naja, ist er denn tot deswegen? Dann wäre er ja schon zweimal. Aber hier hat er den Arm noch dran. Mhm. Goldener Layton. Ich finde, das ist eigentlich cool, wenn er wenigstens leben würde. Auf die Art und Weise. Professor Layton wurde in der Residenz des Alchemisten durch Hexerei in eine Goldstatue verwandelt. Wie ist das möglich? Die Gedanken des Professors dazu finde ich gut. Ich finde die auch super. Oh, alle anderen gehen. Warum? Das sind noch frühere Gedanken. Aber ich finde das cool. Die Gedanken zum Professor. Die Gedanken von Professor Layton über Professor Layton. Oh Mann. Okay, ich denke mal, jetzt kommt genau. Speichern. Perfekt. Ja, verpackt. Haben wir eigentlich auch Outro-Gags? Outro-Gags, nö. Nicht, dass ich wüsste. Gut. Oh Gott! Was? Oh, da haben wir aber einiges verpasst. Mausebande, Wagen ziehen, Tiere verstauen. Zugunglück ist ja auch fies. Oh Mann. Zug gegen? Nee, wie war Zug eben. Zugunglück. Nee. Zugun ist ein chinesischer Machthaber aus dem 17. Jahrhundert, der für sein unverschämtes Glück bekannt war. Ah. Deswegen sagt man auch bis heute, boah, du hast ein Zugunglück. Der war gut. Oh Mann. Ja. Ja, nee, aber wir hatten noch irgendwas mit Zug eben. Ach genau, zugeben. Zug eben. Was? Das war mal mittendrin in einer anderen Folge. Weiß ich nicht mehr. Okay, ich würde sagen, dann machen wir auch heute erstmal finito. Cut. Jo. Cut. Zugeklappt, eingepackt und fertig. Tschüss.